Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde The Witcher. Wir stehen hier in einem sonnigen oder an einem sonnigen See, Fluss, was auch immer. Ach, halt die Klappe da hinten. Und ich habe gerade gesehen, ich brauche was zu essen. Also, hier im Spiel. Real hatte ich auch nicht gegrillt. Also von daher war das jetzt nicht mehr. Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Nochmal. Blablabla. So, jetzt haben wir ein Rezept für Langusten. Ist das nicht willst du mir toll was verkaufen? Bestimmt. Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche ja, habt ihr keine Ahnung. Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, ein Nordling, der Langusten durch sehr humorvoll, der Mann. Haha. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas weil sie höre. Ja nicht belauscht. Dann zeig mir, was du anzubieten hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. Weil, ja, das mit den grünen Karten schenke ich mir jetzt mal. Wir brauchen zu essen. Nehmen wir. Nehmen wir. Ich habe gelernt in den ersten Kämpfen, ich brauche viel zu essen. Ich bin irgendwie noch nicht so wirklich drin, muss ich jetzt mal so sagen. Okay, haben wir erstmal zu futtern. Wiedersehen. Danke, bis dann. So, was haben wir da? Ist hier. Nehmen wir. Ich habe von dir gehört. Ach, ich habe zu tun. Wie bitte? Die sind aber auch alle unfreundlich hier. Gut, dann gucken wir mal an, was wir hier zu holen haben. Kranichinsel für unbefugte Besucher gesperrt. Auf Hauptmann de la Tours Empfehlung hin wird das Gefängnis auf der Kranichinsel und die unmittelbare Umgebung hiermit zur verbotenen Zone erklärt. Das Abengen der Gefängniswache ist und strengstens verboten. Nur die Familien der Gefangenen können mit einer Erlaubnis, entschuldigt, die sie von der Kanzlei erhalten, die Insel so. Die Jagdsaison ist eröffnet. In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Großjagdmeisters ist die Jagdvereinigung aufgefordert, die Anzahl der Raubtiere im Wald zu dezimieren. Auf besondere Anordnung hin erhalten Jäger eine reiche Belohnung, wenn sie die Ohren von Wölfen und Bären vorlegen, in der sie in der Sans-Retour-Marsch überhand genommen haben. Mhm. Kräuter gegen unangenehme Leiden. Wie es häufiger während der Turniersaison der Fall ist, nehmen die Krankheiten in der unteren Körperregion zu. So. Ich biete eine Salbe zum Vorkauf den Jukka von mir aus. Du Arsch, klare Ansage. Hiermit erkläre ich, dass Johann Wolfgang aus Weimar Reime stiehlt, den Markt verzehrt und nach Fischpimmel stinkt. So. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen Tripper, Ringelflechten und Warzen am Hintern. Endlich, das ist mal gesagt. Le Papillon. Mein Hund wird vermisst. Er ist weiß und hat einen schwarzen Fleck am Auge. Hört auf Flecki. Flecki kommt zu mir, wenn ich ihn beim Namen rufe. Wenn du Flecki findest, bring ihn bitte zur Taverne zum Basilisk. Der Wirt kennt mich. Und Flecki. Bekanntmachung. Ich flicke Dächer und beglücke Weiber. Günstig findet mich in der Fasanerie. Frag nach Lu. So. Gucken wir mal, was wir hier dann... Nein. Gucken wir mal auf die Weltkarte. Ach, halt die Fresse. Ja, ist gut. Haben wir verstanden. Haben wir denn hier was? Ah, da haben wir ein bisschen was. Ich finde, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin, das ist jetzt nicht so weit weg. Dann nehmen wir den hier nochmal mit. Sieh mal, na guck, wir haben auch oben wieder das grüne Dreieck, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Okay.
mischen wir uns ein wenig durch Gebüsch. Was denn? Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war geschickt nicht, ja? Lalalalalala. Ich mach mal Folgendes. So, weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht genau weiß, wie stark die Viecher sind. Das übrigens auch das scheint das. Ja, ist ja gut, du hast ja gewonnen. Wo ist er denn? Arschlöcher. Ach, das sieht gleich mehr, oder? Hallo! Ich glaube, wir hier doch mal irgendwie. Konzentration, Micha. Das ist das Zauberwort. Oder nicht sterben wären zwei Zauberwörter, um es mal so zu sagen. Gucken wir mal. Blöde Pflanzen. So. Laden. Ich liebe es. So. Das werden wir nochmal testen. Inventory. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Einmal. Nein. Ja, ist ja gut. Was? Nein. Ich habe einen Punkt. Könnte ich das jetzt mal, also irgendwie würde ich das ja gerne reinmachen, aber warum geht das nicht? Verbauen wir erstmal hier den einen Punkt und den packen wir mal in Igni rein. Jetzt gehen wir wieder auf Kampf. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Hallo Spiel. So, jetzt kommen wir wieder raus hier. Das ist auch wieder mein Trank. Aber das hier nervt ja gerade echt so ein bisschen, ne? Ich würde das mir da gerne. Ich gestehe, Leute, ich bin gerade sehr verwirrt. Warum lässt er das da nicht einbauen? Das kann doch gar nicht sein. So, es ist ja super. Das war jetzt aber nicht der ganze Trick an der Sache. Ich kann da nichts einbauen. Schon witzig. Nein. Leute, ich muss das Spiel mal im Neuspaten starten, nicht Spaten. Das ist auch ein Spaten, das Spiel gerade. Wir sehen uns gleich dann nochmal. Bis gleich dann. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Alles in Ordnung. Keine Ahnung, was da los war.
Was da los gewesen ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich versuch's jetzt nochmal. Irgendwie war jetzt eben gar nicht so hilfreich. Dann versuche ich es mit Queen. Wir gucken mal, was wir reißen können. Ja, ja, macht euch mal ruhig hier. Ja. Was natürlich sehr geschickt ist, ist, dass ich... Ich muss nochmal weg, aber ganz eng. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich muss nochmal meditieren. Geht gerade nicht. Kann ich jetzt meditieren? Immer noch nicht. Oh Mann, er denkt immer noch im Kampf. Ja, jetzt geht's. So. Schnell 2 Stunden Meditation. So. Jetzt das Ganze nochmal. Kommando zurück. Das Problem bei dem Scheißteil ist. Ja. Ihr seid die Besten. Die Frage ist, genau. Von den Viechern muss ich denn noch killen, ist die große Frage. Die kommen ja mal wieder. Ich denke, dass in der Mitte ist das Nest. Moment mal, ich muss das mal hier im Bestialum nachlesen. Das interessiert mich gerade mal nicht. Bestialum. Das müsste noch. Okay. Da. Verfluchenöl, Art und Igni. Okay. Dann nehmen wir mal ab. Jetzt füttern wir eben schnell was hier. Das reicht mir, die fressen überhaupt nicht. Da habe ich gar nicht mehr mitgenommen. Ich breche das Essen. Ja, ich mache einen. Arschloch. Solche Spuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will.
Scheißviecher. Na komm. Gehst du kaputt. Hier ein paar Sachen aufgenommen, 100 EPs, einmal. Das wird häufiger passieren. Ich muss echt wieder reinkommen. Mein alter Char war natürlich entsprechend, weil ich ihn auch so gespielt habe, sehr gut equipped. Nicht nur sehr gut equipped, sondern einfach auch, ja, naja gut, ich sag mal, man ist da mehr oder weniger durchmarschiert. Selten, dass ich da irgendwo ernsthafte Schwierigkeiten... Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ist ja gut, wir wollen jetzt keine Tipps. Dann geht's dahin. Platze. Blumen können wir noch mit. Na gut, nehmen wir nicht mit. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Kampfler, ich muss mich beeilen. Hi. Verdammt, der Mörder muss noch hier sein. Es muss im Keller sein. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Das macht ja Mut zu mehr. Klauenspuren. 5 einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Hier noch mehr. Hier muss noch mehr sein. Zumindest auf der Map wird angezeigt, dass hier noch mehr ist. Schauen wir uns mal um. Ja, da kann ich was anzünden, das interessiert mich jetzt aber gerade nicht so richtig. Da haben wir noch was. Den Mantel hat die Frau in der Taverne getragen. So, so. Da hat sie sich wohl verwandelt, würde ich behaupten. Mit einem einzigen Hieb getötet. Ja, das macht noch mehr Mut. Die Kehle wurde aufgerissen. Von einem etwa menschengroßen Gebiss, abgesehen von der Länge der Eckzähne. Massakriert. Es war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Dann gucken wir doch mal nach, was uns das Glossar über die sogenannte Bruxa sagt. So, wer durch die Wälder reisen muss, der halte sich fern von Orten, an denen mehrere Vogelsorten zugleich zu hören sind. Oft genug bedeutet dieses Omen, dass man das Gebiet einer Bruxa betritt und das Leben praktisch verwirkt hat. Anonymer Ratschlag. Zum Glück für uns alle sind Bruxa seltene Kreaturen. Na super, und ich treffe auf eine. Viele von ihnen leben weit von jeder Zivilisation, da sie sehr auf ihre Sicherheit bedacht sind und sich nur an Orten ansiedeln, an denen sie Überraschungsangriffe ausschließen können. Wenn sie beschließen, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten, meiden sie Menschenmengen und kommen nur im Schutze der Nacht aus ihrer Deckung. Man kann sie dann gut mit verspäteten Reisenden verwechseln, die zu ihrer Herberge eilen. Auch an einigen versteckten Zeichen kann man sie leicht erkennen, an ihrer Vorliebe zu Vögeln, an ihrer schrillen Stimme und an ihrer atemberaubend schnellen Art, sich zu bewegen. Bruxas sind sehr viel schneller und stärker als Menschen, aber am mächtigsten ist ihre Gabe, sich unsichtbar zu machen. Ein Traum. Ups. Bruxa können sich im Nu von einem Ort zum anderen bewegen. Da sie sich obendrein unsichtbar machen können, sind sie in der Lage, ihre Gegner zu verwirren und unerwartet von hinten zuzuschlagen. Daher sind Mondstaubbomben im Kampf gegen solche Kreaturen nützlich. Die Unsichtbarkeit lässt sich damit zwar nicht vollständig aufheben, aber am wenigsten lassen sich die Bewegungen der Bruxa verfolgen. So, so, Mondstaubbomben. Ja, wollen wir mal gucken, was wir von den Sachen. Ürden hilft. Schwarzes Blut ist ein Trank. Na, dann gucken wir, was davon wir haben. Inventar. Bomben, was haben wir denn? Mondstaub? Haben wir Mondstaub? Verbesserter Nordwind, verbesserter Teufelsbewiss, tanzender Stern, Mondbombe. Ich glaube, die könnte helfen, oder? Nehmen wir die mal.
So, Vampiröl. Haben wir sowas? Ja, muss ich auch da drüben gucken. Ja. Schwupp. Und Ölsaft. Schwarzes Blut und Mondstaub könnten Lebensretter sein. Und Öde. Na, dann wollen wir mal. Die werte Dame wird hier unten zu finden sein. Wir können mal speichern. So. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Da. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Da scheint jemand sauer zu sein. Dann folgen wir weiter den Fußspuren. Ja, ja, quietschst du. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Wie sieht's mit ihm aus hier? Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Gut, dann folgen wir weiter den Fußspuren. Schmatz. Hallo. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Mahlzeit. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Oh oh. Ich glaube, die ist sauer. Wir müssen nicht kämpfen. Das sieht sie, glaube ich, anders. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Warum nicht? Hoppala, Baby. Immer mit der Ruhe. Ja, ist jetzt gut. Ja, komm her, Baby. Was tun wir beide hier gerade? Echtes, feines, dezentes Problem. Was sollen wir jetzt machen? Habe ich doch. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Untersuche die Leiche des Opfers. Das machen wir nochmal glatt. Gucken wir uns nochmal derweil um, ob wir irgendwas nicht, dass wir irgendwas übersehen. Nun gut, dann untersuchen wir.
Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin, aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut nur? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Ja, wahrscheinlich so eine kalte Hand, wie bei dieser... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Untersuchung beenden. Also, der Mörder war ein Monster. Aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Tja, Fragen über Fragen. Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Dass er zu gierig war? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. So, haben wir hier noch irgendwas? Man muss hier immer genau schauen. Da war noch was. Tja. Nun gut, ihr Lieben. Dann war's das für die heutige Folge. Fast eine halbe Stunde, wie bei Witcher fast immer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch nicht zu warm werden. Genießt die Sonne bei denen, die es können. Und ich sag mal, bis dann. Tschüssi.